Es reicht nicht die Antwort deines Predigers, wer Jesus ist. Und es reicht auch nicht die Antwort von irgendeinem anderen Menschen. Jesus fragt dich ganz persönlich, wer sagst du, bin ich? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schön. Und wenn wir gemeinsam uns jetzt noch einmal den Text zur Predigt, den Abschnitt anschauen, ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln rausholt und den Text mit mir mal aufschlagt, oder vielleicht habt ihr das ja auch schon gemacht, Markus Kapitel 8, dass wir uns ein bisschen mit dieser Begebenheit, die Jesus hier erlebt hat, auseinandersetzen. Wir haben ja hier in unserer Gemeinde in Bogenhofen in den letzten Monaten gemeinsam Jesus begleitet, seinen Weg hin bis zum Kreuz. Und in unseren Abendgottesdiensten am Freitag gehen wir mit ihm weiter. Aber als ich mit meiner Klasse, mit der Mittelschule 3-4, die ich hier unterrichten darf an unserer Gemeindeschule, über diesen Text gestolpert bin, da wir gerade das Markus-Evangelium studieren im zweiten Semester, da haben meine Schüler gesagt, was ist denn da los? Man muss dazu sagen, dieser Bericht, die Heilung eines Blinden, hier Markus 8, ist tatsächlich ein sehr merkwürdiger Bericht, ein einmaliges Erlebnis. Hier ist etwas Seltsames an dieser Geschichte, die Heilung eines Blinden, die irgendwie seltsam wirkt, aber ich möchte euch zeigen, da ist etwas ganz Schönes dabei. Das wollen wir heute versuchen zu sehen. Ich möchte meine Predigt in drei Punkte unterteilen. Und zwar der erste Punkt ist, wir alle haben ein Problem. Uns fehlt der geistliche Durchblick. Zweitens, was sind die Folgen geistlicher Sehschwäche? Und drittens, wie können wir geheilt werden? Diese drei Punkte, uns fehlt der geistliche Durchblick. Was sind die Folgen geistlicher Sehschwäche und wie können wir geheilt werden? Uns fehlt der geistliche Durchblick. Wenn wir diesen Text uns anschauen und sehen, wie es hier heißt in Vers 22, sie kamen nach Bethsaida, Jesus mit seinen Jüngern, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und jetzt bin ich gespannt. Jesus, du hast schon viele Menschen berührt, du hast schon viele Heilungen gemacht. Was kommt jetzt? Und mit meiner Klasse lasen wir dann und wir konnten uns kaum vorstellen, was da stand. Es heißt dann hier im nächsten Vers, Jesus berührt den Blinden, indem er ihn an der Hand nimmt. Er führt ihn hinaus aus dem Dorf, vor das Dorf, und dann kommt's. Er spuckt ihn in die Augen. Luther hat es ein bisschen geglättet, aber hier steht tatsächlich, er spuckt ihm in die Augen. Meine Güte, im Ernst jetzt? Stell dir vor, du hast, ich weiß nicht, wie lange nichts gesehen, und dann hörst du dieses Geräusch und denkst dir, ist es genau das, was ich mir gerade gedacht habe? Ja. Jesus, warum machst du so etwas? Gibt es da nicht vielleicht eine seelsorgerlich etwas feinere Art? Er spuckt ihn in die Augen, legt die Hände auf. Und das Interessante ist, die Art und Weise, wie Markus das berichtet, ist wie Slow Motion. Wenn ihr einen Film seht, kennt ihr das? Die Kamera, der ganze Film, es wird langsam. Es folgt ein Ereignis nach dem anderen. Auf einmal wird die Spannung aufgebaut. Der Klimax kommt. Jesus nimmt ihn an der Hand, führt ihn raus, schaut ihn an, spuckt ihn in die Augen, legt die Hände auf. Und dann ist der Klimax da und Jesus fragt, siehst du etwas? Und die Antwort ist, nicht so wirklich, Jesus. Was? Es crasht die ganze Heilungsszene. Das ist doch der Sohn Gottes, der die Macht hat, Blinde sehen zu machen, Lahme gehen zu machen und den Gefangenen zu verkündigen, dass sie wieder frei sind. Und auf einmal hat's nicht geklappt. Meine Güte. Es braucht tatsächlich, und das ist jetzt das Seltsame der Geschichte, im Vers 25, danach legte er, Jesus, abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich. Es brauchte einen zweiten Versuch, einen zweiten Anlauf von Jesus, und dann hat er es geschafft. Das Wunder war vollbracht. Frage. Hatte Jesus an dem Morgen zu wenig gebetet? Ist ihm die Kraft ausgegangen?
War er nicht so sehr verbunden mit seinem Vater, wie er sonst war? Ist das Zufall? Ihr könnt die Geschichten von Jesus suchen, lesen und ihr werdet merken, das ist die einzige Geschichte, wo das Wunder von Jesus erst beim zweiten Anlauf geschieht. Jesus, was ist passiert? Wo ist deine Kraft? Und dann habe ich die Schüler gefragt in der Unterrichtsstunde, was meint ihr? Zufall, ein Ausrutscher oder einfach nur, naja, nicht gut genug vorbereitet fürs Wunder, Jesus? Haben wir so gegrübelt und irgendwann haben sie gesagt, nee, das kann kein Zufall sein. Das kann einfach kein Zufall sein. Das können wir uns einfach nicht vorstellen, dass Jesus so etwas nicht gelingt. Tatsächlich, die einzige andere Alternative ist, dass Jesus es mit Absicht gemacht hat. Aber wie kann Jesus mit Absicht wollen, dass ein Mann, der blind ist, der die ganze Hoffnung auf ihn setzt, der sogar von der Community hingebracht wird zu ihm, dass Jesus es nicht beim ersten Mal schafft, sondern sich denkt, ich mache es dann lieber in zwei Schritten, so quasi ein Heilung in zwei Stufen, ne? So auf Raten. Was ist hier passiert? Zum einen merken wir, dass dieses Ereignis, was ein historisches Ereignis ist, dass es uns sagt, Jesus ist selbst in deinem Leid ganz nah bei dir. Er ist dir so nah, wie man es sonst im Evangelium selten findet. Jesus wird dich, wenn du durch schwierige Zeiten in deinem Leben gehst, ob es in der Familie ist, in deiner Ehe, in deiner Jugendzeit, in deiner Findung, im Leben, was der Sinn deines Lebens ist, oder wenn du schwierige Momente lebst und Menschen verlierst, Jesus sagt dir, ich bin ganz nah bei dir. Ich trage dich dadurch. Ich nehme dich an der Hand. Vertrau mir. Aber jetzt ist es so, dass dieses historische Ereignis und diese Zusage Gottes und dass Jesus dir nahe steht, dass das nicht die einzige Bedeutung dieses Wunders ist. Warum? Wenn man sich Bibeltexte anschaut, muss man sich immer die Frage stellen, warum steht der Text eigentlich dort, wo er steht? Warum steht er nicht an irgendeiner anderen Stelle? Er könnte ja auch irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Kapitel weiter da drüben stehen oder weiter vorher. Und dann merkt man auf einmal so eine Geschichte, die ist nicht losgelöst von ihrem Zusammenhang. Der Kontext möchte dir auf einmal mehr Einblick geben in das, was hier passiert. So, was sagt der Kontext? Und hier kommt eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Kontext verrät uns, dass diese Geschichte eine Geschichte ist für Sehende. Was meinst du damit? Eine Geschichte für Sehende? Geht es um einen Blinden? Okay, ich möchte euch zeigen, was ich damit meine. Diese Geschichte ist eine Geschichte für Menschen, die sehen und gleichzeitig doch nicht sehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist eine geistliche Lektion für die Jünger von Jesus. Und jetzt kommt's für dich und für mich. Schauen wir uns das an. Es ist so, wie Nathan damals zu David kam und David, er wusste, was er getan hat. Und Nathan kam und sagte ihm durch ein Gleichnis, was Sache ist. Und genauso wie damals Nathan, dem David versuchte, die Augen zu öffnen, kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt ihnen mit diesem Gleichnis, ihr seid der Blinde. Alright? In der Bibel nennt man sowas ein erlebtes Gleichnis. Nicht nur ein gesprochenes, sondern ein erlebtes Gleichnis vor deinen eigenen Augen. Warum? Wie kommen wir darauf? Schaut, der Mensch, der hier geheilt wird, der am Anfang blind war und dann irgendwie von Jesus berührt wird, die müssen wir irgendwie versuchen zu beschreiben. Ich meine, wie beschreiben wir einen Menschen, der irgendwie am Anfang blind ist, dann wird er berührt und was ist er jetzt in diesem Zwischenstadion? Ist er blind? Nein. Ist er sehend? Na, auch nicht wirklich. Ja, was ist er dann? Ja, er ist irgendwie beides, oder? Er ist irgendwie blind und irgendwie sehend, irgendwie halbblind. Was ist er? Und genau das, was dieser Mensch in dem Moment ist, ist ein Spiegelbild für die Pharisäer und die Jünger von Jesus Christus. Denn sie alle begannen, Jesus zu sehen.
Sie fingen an, seine Worte zu hören, aber sie sahen ihn nur unscharf, wer er wirklich ist. Schaut nur ein paar Verse davor, im Vers 15. Schaut bitte in eure Bibel rein. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie mit dem Boot wieder unterwegs waren auf dem See, er gebot ihnen und sprach, schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Jesus redet vom Sauerteig der Schriftbeschwerten und sie denken, hey, wir haben kein Brot eingepackt, wo ist die Jause, schaffen wir es, oh, mein Magen grummelt. Und Jesus sagt im nächsten Moment, Vers 17, er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht. Den Jüngern fehlt der geistliche Durchblick für die Worte von Jesus. Jesus sagt ihnen etwas, aber sie verstehen es nur oberflächlich und zwar buchstäblich. Und sie denken an das Brot und ihr Magen grummelt. Und Jesus wollte ihnen etwas ganz anderes damit mitteilen. Okay, brechen wir das Ganze runter für unser Leben. Was bedeutet das, bevor wir zum zweiten Schritt kommen? Wir sind hier bei dem ersten Schritt, uns fehlt der geistliche Durchblick. Was bedeutet das für mein und dein Leben? Als Prediger kommt man ins Gespräch mit vielen Leuten. Und mir ist immer wieder bewusst geworden und auch aufgefallen im Gespräch, auch mit gläubigen Menschen, mit Christen, auch mit Adventisten, mit Menschen, die meinen, dass sie mit Gott leben, mir ist aufgefallen, dass irgendetwas tief in ihrem Leben nicht stimmt. Irgendwas wurmt sie. Und das macht mir Sorgen. Das macht mir wirklich Sorgen. Vielleicht bist du schon mal so einem Menschen begegnet, einem gläubigen Menschen, vielleicht hast du es selber mal erlebt. Abmühende Christen, die sich irgendwie an der Erlösung freuen, aber gleichzeitig erfassen sie nicht die Bedeutung, was es heißt, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Wir sagen das so schnell und weil wir es schon so schnell und so oft gesagt haben, werden diese Begriffe wortleer. Sie werden manchmal wie ein, Entschuldigung für den Ausdruck, wie ein Containerbegriff, den man dann einfach noch schnell ausspricht, um den anderen vielleicht mitzuteilen, ich weiß ja, worum es geht im Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist. Aber verstehst du die Bedeutung? Wie vielen auch Adventisten innerhalb unserer Gemeinde, wo ich auch Prediger war, bin ich begegnet, die sich sicher sind der 28 Glaubenspunkte und sie verzichten auf die Welt und zugleich sind sie nicht wirklich glücklich in ihrem Leben. Warum? Hast du das schon mal erlebt? Du erkennst irgendwie deine innere Not, du hast deine Bekehrung irgendwo erlebt und mit Jesus wird ein neues Leben beginnen, aber du siehst Jesus irgendwie unscharf. Du erkennst nicht wirklich, was für einen Unterschied nun der Glaube mit ihm in deinem Leben macht. Vielleicht bist du getauft, aber es kann sein, dass du nur ein oberflächliches, buchstäbliches Verständnis hast von dem, was Jesus sagt, so wie bei den Jüngern. Und du siehst nicht tiefer. Und mit der Zeit fühlst du dich, Jesus, irgendwie fremd. Da ist eine Trennung und du kannst es gar nicht beschreiben. Was bleibt dann? Ich möchte euch sagen, was dann bleibt, wenn du das spürst. Entweder bleibt in deinem Leben eine religiöse Form oder du wirst gleichgültig diesem Jesus gegenüber. Entweder oder. Warum?
weil ich nur oberflächlich sehe, was Jesus getan hat und es nicht tief von meinem Verstand in mein Herz gefallen ist. Und das ist bei den Jüngern passiert. Und ich frage mich an dieser Stelle, wo stehst du, wo stehe ich? Jesus fragte, Alejandro, siehst du etwas? Und ich muss mich ehrlich fragen, was sehe ich eigentlich, wenn ich auf Jesus blicke? Was sehe ich, wenn ich in mein Leben schaue, in meine Nachfolge? Was siehst du? Oh man, das ist der erste Punkt, der uns in dieser Geschichte deutlich wird. Uns fehlt der geistliche Durchblick, so wie bei den Jüngern waren, so ist es auch bei uns. Zweiter Punkt. Was sind die Folgen einer geistlichen Sehschwäche? Was passiert dann? Nun, was sehen denn Halbblinde? Dieser Mann, der quasi so zwischen der ersten und der zweiten Berührung stand, er ist so irgendwie ein halbblinder Mensch. Was sieht so ein halbblinder Mensch? Nun ja, was sieht er? Er sieht Menschen herumlaufen, als wären sie Bäume. Ich hoffe, er ist kein Förster. Sonst sind die alle einen Kopf kürzer. Was sehen wir, wenn wir Jesus nicht scharf erkennen, nicht klar erkennen? Wir erkennen vielleicht, dass mir etwas fehlt, ja? Ich habe Probleme, ich bin ein sündiger Mensch, irgendwie. Ich glaube dann und ich sage, ja, der Glaube an Jesus Christus ist wahr und Jesus ist ja irgendwo auch die Hoffnung der Welt, also ja. Und ich merke vielleicht auch, dass meine Selbsterlösungsversuche, wie zum Beispiel eine religiöse Form, die außen sichtbar ist, aber innen vielleicht sterbensleer, oder vielleicht meine Gleichgültigkeit auch nicht wirklich mich näher zu Gott bringt. Und dann merkst du auf einmal, diese Selbsterlösungsversuche, die scheitern. Aber ich glaube, wir müssen die Frage ein bisschen anders stellen. Nicht, was sehen Halbblinde, sondern das entscheidende Problem ist doch, was diese Halbblinden nicht sehen. Wie viele Predigten habe ich gehört, vielleicht auch meine eigenen, die dogmatisch astrein waren, die uns und mir die Sünde deutlich vor Augen gemalt haben und doch ist der springende Funke eines lebensverändernden Glaubens nicht übergesprungen. Hast du solche Predigten gehört? Warum? Weil wir vielleicht in diesen Predigten Jesus nicht scharf gesehen haben. Und wenn das der Fall ist, dann wird eine Predigt eine reine Information. Wie die Nachrichten. Und dann fragt man am Nachmittag, wie war die Predigt? Gut. Ist gut. So geht die Information da rein, da raus. Und morgen hörst du schon die nächsten Infos. Du hast einen Tunnelblick und du fragst dich, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich möchte hier einen der ganz großen Prediger des 20. Jahrhunderts bei seinem Wort nehmen, Martin Lloyd-Jones, ein walisischer Pfarrer, der in London jahrzehntelang predigte, einer der einflussreichsten Prediger des 20. Jahrhunderts. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, aber einer, der aus dem 20. Jahrhundert zu uns spricht. Und er sagte, wenn das passiert in den Kirchen, dann führt das zu einer geistlichen Depression. Zu einer geistlichen Depression. Und so gehen wir heim, ohne zu sehen. Und das macht was mit dir, denn wenn du einem Menschen klar und deutlich vor Augen malst, dass er ein Problem hat, aber dass er danach nicht die Lösung scharf und deutlich erkennt, dann wirst du dich am Ende zu Hause fragen, was bringt mir der christliche Glaube? Was für einen Unterschied macht es, dass ich in den Gottesdienst gehe, dass ich in einer Gemeinde bin? What's the difference? Meinen manche, ja, die Gemeinschaft. Ja, die kann ich in manchen Clubs und Vereinen auch haben, sogar ungezwungener. Und dann fragen sich heute säkulare Menschen, ganz ehrlich, da zusammensitzen einmal in der Woche, das kann ich auch in der Stammtischrunde machen. Und ganz ehrlich, da habe ich sogar mehr Beziehung mit den Menschen. Und das geht manchmal tiefer ins Herz. Deswegen, das Problem ist nicht, was wir sehen, sondern was wir nicht sehen. Und kommen wir zu den Jüngern. Was haben denn die Jünger nicht gesehen? Ich meine, die Jünger, die haben ja unglaublich viele Predigten von Jesus gehört. Und sie haben die Predigten der Predigten gehört. Nun, was haben sie denn gehört? Und wofür waren sie blind, als Jesus predigte?
Was haben sie nur unscharf gesehen? Bitte, da brauchen wir jetzt ein bisschen Konzentration, weil ich möchte euch an den Versen davor zeigen, was sie nur unscharf an der Predigt von Jesus gesehen haben. Kapitel 6, Vers 52. In Kapitel 6 speist Jesus 5000 Menschen in Israel, wahrscheinlich waren es mehr. Und danach macht er sich mit seinen Jüngern in ein Boot auf den Weg und Jesus kommt hier auf dem See zu ihnen. Und das, was die Jünger hier sehen, ist in Kapitel 6, Vers 52, sie sehen einen Geist, heißt es davor, ein Gespenst, Vers 49. Und als Jesus in ihr Boot kommt, sagt er, sie waren, so schreibt es der Evangelist, sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Was haben sie nicht klar und deutlich gesehen? Sie hatten eine Speisung und ein Wunder gesehen, aber sie hatten nicht erkannt, dass in ihrer Schwäche, als Jesus sie fragte, wo finden wir Brot für so viele Menschen, sie fanden nicht zu ihrer Schwäche, dass in ihrer Ohnmacht die Allmacht Gottes sichtbar war. Das haben sie nicht erkannt. Ein Kind, das den absoluten Kontrollverlust über seine Jause hatte, hatte mehr gesehen als die Jünger. Sie haben nicht scharf erkannt, dass in deiner Schwäche Jesus Christus stark ist. Kapitel 7, Vers 18. Was haben sie noch an der Predigt von Jesus nicht verstanden? In Kapitel 7 spricht Jesus Christus in einer Diskussion über Reinheit bei den Pharisäern, dass nicht die Dinge, die von außen in einen Menschen kommen, ihn unrein machen, sondern das, was aus dem Herzen herauskommt, dich unrein macht. Denn aus dem Herzen heraus wird der Mensch korrumpiert. Und dann heißt es hier in Vers 7, 8, Kapitel 7, 18, er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht? Was haben sie hier nicht verstanden? Sie hatten die Natur der Sünde nicht verstanden, das Wesen der Sünde, dass das Problem das selbstsüchtige Herz ist, ihre Ich-Bezogenheit, ihr Ego von innen. Sie haben es nicht gesehen. Kapitel 8 wird uns berichtet, dass Jesus diesmal nicht in Israel unterwegs ist, sondern bei den Heiden. Tyros, Sidon, 10-Städte-Gebiet, dort sind die Juden nicht gerne hingegangen, geschweige denn irgendwelche religiösen jüdischen Lehrer. Jesus geht hin, er speist 4000 Menschen und als die Menschen da waren und hungerte, schaut er zu seinen Jüngern und die Jünger kommen noch nicht mal auf die Idee, was man mit 4000 hungrigen Menschen machen könnten in diesen heidnischen Ländern. Sie kommen nicht auf die Idee, dass die vielleicht auch Hunger haben. Und dann sagt Jesus ihnen hier, am Ende der ganzen Story, ihr habt nicht gesehen, dass eure Vorurteile gegenüber den Nichtjuden so groß sind, anstelle, dass ihr euch sorgt für die Völker, so wie es Gott tut. Sie haben es nicht gesehen, sodass Jesus dann in Kapitel 8, Vers 15, was wir vorhin gelesen hatten, er warnt sie, vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Wir werden gleich was ist der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes? Sie dachten ans Brot. Sie haben es nicht gesehen. Matthäus sagt uns, was damit gemeint war. Jesus sprach über die Lehre der Pharisäer und des Herodes. Was war denn die Lehre vom Herodes und von den Pharisäern? Ich möchte euch sagen, was die Lehre war. Die Kulturnarrative von Herodes und seiner Sippschaft, es waren ja keine Juden, ihre Kulturerzählung war, du kannst glauben, was du willst. Pluralistische Werte. Jeder darf nach seiner eigenen Fasson sich ausstrecken. Und es gab keinen größeren als Herodes der Große, der genau nach dieser Wertvorstellung sein Leben ausrichtete, nämlich eine absolute Selbstverwirklichung seiner selbst. Bauten sondergleichen. Und genau so war es für die Menschen. Es ist ganz egal, welche du Werte annimmst, welchen Glauben du hast. Die Wertvorstellung war pluralistisch. Und das ist natürlich übel aufgestoßen bei den Juden und vor allem bei denen, die es ganz genauer nehmen wollten, nämlich bei den Pharisäern. Und weil die Pharisäer ein Gegengewicht zu dieser pluralistischen Entwicklung von Herodes und seinem Reich machen wollten, haben sie gesagt, wir machen es anders, wir machen es ganz streng, strikt. Und wenn du dich genau an unsere Regeln hältst, dann hast du das Ticket und bist dabei. Was ist das? Das ist eine ganz strenge Religiosität. Und beide
Wertvorstellungen, das ist der Sauerteig, vor dem Jesus warnte. Beide diese Wertvorstellungen sind Wege der Selbsterlösung. Zum einen versuchen es manche Menschen, indem sie religiös und fromm sind. Wenn schwierig wird im Leben, dann geht man in die Kirche, betet, gibt seine Gaben, spendet und so weiter, setzt sich ein. Aber wenn es dann plötzlich wieder gemütlich wird, naja, dann mache ich lieber mein Leben. Ganz ehrlich, Jesus sagt, pass auf davor, pass auf. Und andere versuchen den Weg der Selbsterlösung, indem sie sagen, ich pfeife auf Gott, ist mir alles egal, ich schaue mir einfach, dass ich mir meinen Mix der Religion selber mache. Und du kannst leben, wie du willst, es interessiert keinen. Und weißt du was, am Ende wird schon irgendwie dabei sein, dass du mitkommst. Fällt euch auf, dass der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes zu unserer säkularen Gesellschaft 2000 Jahre später nicht gerade anders ist? Ihr Lieben, es ist genau die Art und Weise, wie heute Menschen versuchen, sich ihren Weg selbst zu Gott zu bauen. Entweder durch strenge Religiosität oder durch einen absoluten Selbstverwirklichungswahn, den uns unsere pluralistische Gesellschaft vor Augen führt. Und Jesus sagte, pass auf, pass auf. Denn es kann sein, dass diese beiden Wege der Selbsterlösung so schleichend in dein Leben kommen, dass du es nicht siehst. Und die Jünger sehen es nicht. Okay, brechen wir das Ganze runter. Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns, was Jesus hier den Jüngern klar machen will? Es kann sein, dass du heute eine Predigt hörst oder dass du in der Vergangenheit Predigten gehört hast und du hast das Wort Gottes gehört, aber du hast dich zufrieden gegeben mit einer vagen Vorstellung von der Wirklichkeit der Botschaft Gottes. Es kann sein, dass du dich zufrieden damit gibst und sagst, ah ja, okay, ich habe es irgendwie verstanden und Jesus ist für mich gestorben und auferstanden und das passt. Pass auf. Es kann sein, dass dein Herz in diesem Moment nicht ungeteilt ist. Es kann sein, dass du dir bei der Wahrheit irgendwie einen Check machst, aber es kann sein, dass deine Freude an Gott noch nicht tief in deinem Herzen verwurzelt ist. Es kann sein, dass du keine tragende Freude hast, nachdem du diesen Gottesdienst verlässt, weil die Schönheit der Liebe Gottes noch nicht in dein Herz versunken ist. Es kann sein, dass du diese Lehre irgendwie faktisch verstanden hast, zumindest meinst du es, aber dass es nicht tiefer gegangen ist. Es ist Teil deines Lebens geworden ist. Was machen wir dann? Wir dürfen die Wahrheit, über die wir manchmal reden, und die Lehre, wir dürfen sie nicht nur einfach darstellen. Das tun wir sehr gut. Aber wir müssen diese Wahrheit wahr machen vor deinen Augen. Wahrheit muss wahr gemacht werden. Geistliche Prinzipien und geistliche Wahrheit muss mit meinem Leben in Verbindung gebracht werden. Du kannst nämlich eine tolle Theologie haben. Und du kannst eine Theologie verstehen, kognitiv. Aber ganz ehrlich, es ist was anderes, wenn du Gott bittest, hilf mir Gott, dass ich nicht nur meine Theologie verstehe, sondern dass ich meine Theologie erlebe. Was heißt das ganz praktisch? Ich möchte dir zeigen, was das heißt, deine Theologie praktisch zu erleben. Zum Beispiel, wenn ich vergesse, dass ich allein durch den Glauben an Gott von ihm gerecht gesprochen werde, wenn ich das vergesse, dann lasse ich mich von meiner Schuld oder von meiner religiösen Leistung beherrschen. Und sie hat mich im Griff, wenn ich das vergesse, dass ich allein aus dem Glauben von Gott gerecht gesprochen werde.
Ich werde zum Sklaven von meinen Götzen. Ich werde zum Sklaven von Macht, von Geld, von Ansehen, weil die Dinge mein Selbstwertgefühl heben. Und ich halte mich an diesen Dingen fest. Warum? Weil ich vergessen habe, dass allein Gott mich rechtfertigt. Wenn ich mir aber zum Beispiel bewusst mache, und hier kommt wieder die Theologie, dass der Heilige Geist in mir wohnt und mich erneuert, das ist ja das, was wir denken und glauben, wenn das wirklich wahr ist, dann kann kommen, was will. Und ich werde mein Leben nicht aufgeben. Wie viele junge Menschen werden gerade dann, wenn es schwierig wird und wenn die Spirale sich immer enger zieht und du keinen Ausweg siehst und du merkst, das Leben macht keinen Sinn mehr. Die Wolkendecke ist zu dick. Ich habe schon lange keinen Sonnenstrahl mehr durch mein Leben scheinen sehen. Was bringt es noch? Warum nicht die Abkürzung nehmen? Erlebe, bete, dass du deine Theologie erlebst. Wenn es heißt, dass Gott durch den Heiligen Geist in dir wirkt, dann bedeutet das selbst in diesen Momenten, dass selbst wenn die Wolkendecke dick ist, du weißt und spürst, dass über den Wolken immer noch die Sonne und die Herrlichkeit Gottes scheint und sie wird durchdringen. Sie wird durchdringen. Gib nicht auf und gib dich nicht auf. Hier wird Theologie erlebbar. Wenn Gott Tote auferweckt, unsere Lehre, ja, am Ende der Zeiten, dann bedeutet das für mich, dass ich keine Angst bekomme, wenn ich älter werde. Wenn ich in die Midlife-Crisis komme und merke, ich schaue nicht mehr so weit nach vorne voraus, sondern ich schaue eher in den Rückspiegel. Wenn ich diese Theologie lebendig werden lasse, dann heißt es, ich habe keine Angst mehr vorm Altwerden, ich habe keine Angst mehr vorm Tod. Egal was passiert, ich bin in Gott geborgen. Wenn ich meine Theologie nicht nur verstehe, sondern sie erlebe, dann bete ich anders. Dann bete ich anders und bete nicht, Gott, bitte, bitte, gib, lass mich nicht diesen Job verlieren, denn dieser Job, der gibt mir so viel. Warum? Weil ich mir aus dem Job vielleicht meinen Selbstwert nehme? Ich bete anders, denn ich bete dann, Gott, hilf mir, dass ich dir vertraue, egal was mit dem Job passiert. Denn ich weiß, dass du am besten weißt, was für mich richtig ist. Hier wird Theologie lebendig. Hier wird Theologie von unserem Verstand runtergebrochen, unser Herz. Für was sind wir blind? Ich möchte euch noch einen kleinen Hinweis geben. Schaut mal, Markus Kapitel 8, die ganze Geschichte findet wo statt? Sie findet in Bethsaida statt. Vers 22, schaut nochmal dorthin. Matthäus sagt, dass in Bethsaida viele der Wunder von Jesus stattgefunden haben, wenn nicht sogar die meisten. Matthäus 11, 21. Ja und, sagst du, was ist los? Jetzt passiert etwas. Genau in der Geschichte nach diesem Wunderbericht ist Jesus jetzt weg von Bethsaida Richtung Caesarea Philippi. Das ist also in den Norden, ins heidnische Land. Und dort auf dem Weg von Bethsaida weg, fragte sie in Vers 27. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und die Antwort ist, ja, manche von ihnen, die sagen, ja, Johannes der Täufer, du bist der Elia, du bist einer von den ganz großen Propheten. Mit anderen Worten, die Antwort ist, Jesus, da ist Johannes, da ist Elia, da ist einer der großen Propheten und da bist du, das sagt der Mainstream. Was bedeutet das? Das bedeutet, du bist einer unter vielen. Du bist einer von den Großen. Von wo kamen sie? Sie kamen von Bethsaida. Was sagte man in Bethsaida über Jesus, nachdem sie alle Wunder gesehen hatten? Jesus ist einer von den vielen. Er ist ein Prophet, aber er ist nicht der Prophet, von dem Mose sprach. Was sagen heute Menschen, wenn sie über Jesus reden? Wisst ihr, Christen sagen Folgendes. Ah, Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein Bruder. Jesus ist mein Helfer. Jesus ist mein Seelsorger. Was sagen säkulare Menschen? Säkulare Menschen sagen, ja, Jesus war ein religiöser Lehrer. Jesus war ein guter Mensch. Ja, Jesus ist dein Bruder. Ja, Jesus ist ein großer Lehrer gewesen, aber er ist mehr. Er ist nicht einer unter vielen, sondern er ist der Größte.
Petrus sagt, du bist der Christus. Du bist, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Jesus sagte nicht, ich zeige euch den Weg zu Gott und dann auch noch den Fahrplan und die Regeln, sondern Jesus sagte, ich bringe Gott zu euch. Ich bin der, der ich bin. Sehen wir das? Und was siehst du nicht? Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt, zu meinem dritten Punkt. Wir haben heute gesehen, uns fehlt der geistliche Durchblick. Und die Folgen geistlicher Sehschwäche sind fatal. Wenn es nur hier oben bleibt und wir nicht scharf erkennen, gehen wir heim und wir können geistlich depressiv werden. Es möchte lebendig werden in deinem Leben. Jesus Christus möchte dir zeigen, wer er wirklich ist. Dritter Punkt, wie können wir geheilt werden? Drei kleine Punkte, damit wir uns das gut mitnehmen können. Erstens, sei ehrlich zu Jesus. Wie komme ich darauf? Schau mal in Vers 23. Vers 23, als Jesus beim ersten Versuch die Hände auflegte, ihm die Augen spuckte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und der Blinde hätte sich natürlich schon denken können, oh meine Güte, das ist der größte Lehrer, den Israel gar zu bieten hat. Ich meine, ich will ihn nicht irgendwie bloßstellen hier vor der ganzen Mannschaft, die gekommen sind, um mich hinzubringen. Und wenn ich jetzt sage, naja, nicht so wirklich, ne? Ich will ihn ja nicht irgendwie vor den Kopf stoßen und unfreundlich sein. Es ist absolut respektlos, dem großen Meister zu sagen, dass ein Wunder nicht gelungen ist. Jesus fragt dich, siehst du etwas? Und er fragt dich ganz, ganz direkt, siehst du etwas? Und ich möchte dir eins mitgeben, wenn du dir die Frage stellst, wie du geheilt werden kannst von deiner geistlichen Blindheit, bitte sei ehrlich zu Jesus und mach ihm nichts vor. Gib zu, dass du nicht klar siehst, wer er ist. Denn wisst ihr was? Die ehrliche Antwort dieses Mannes führte dazu, dass Jesus ihn ein zweites Mal berührte. Und wenn er nicht ehrlich gewesen wäre und ihm gesagt hätte, ja, geht schon. Dann hätte er die zweite Berührung vielleicht nicht erlebt. Sei ehrlich zu Jesus und behaupte nicht voreilig, deine Blindheit sei geheilt. Denn wenn du just in dem Moment zu Gott sagst, schön die Predigt heute von dem Prediger da vorne, aber ich glaube, das ist nicht für mich, weil eigentlich habe ich schon verstanden, wer Jesus ist und so, dann möchte ich dir eins sagen, tut mir leid, aber dann bist du genau die Person, von der Jesus hier spricht. Behaupte nicht voreilig, deine Blindheit sei geheilt und gleichzeitig behaupte nicht, es sei unmöglich, Jesus zu sehen. Denn Jesus kann dir die Augen öffnen, wer er wirklich ist. Und genau diese beiden Sachen, Anmaßung, Jesus zu sehen und alles verstanden zu haben und Hoffnungslosigkeit zu sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall, beides sind Versuchungen. Deshalb der erste Punkt, wie wir geheilt werden können, sei ehrlich zu Jesus. Zweitens, lass dich ein zweites Mal berühren von Jesus. Vers 25, es heißt hier, danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Dreimal heißt es hier, da erst. Geistliche Heilung ist ein Prozess. Es gibt Typen wie Paulus, da passiert es bei einer Autofahrt, es haut dich um und zack, du siehst auf einmal Jesus Christus. Aber die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht so die Paulus-Typen, sondern eher so die Petrus-Typen und die brauchen eine zweite Berührung, eine dritte Berührung. Sie brauchen eine enge Begegnung mit Jesus immer und immer wieder, damit du scharf sehen kannst. Deshalb bist du zwischen den beiden Berührungen, zwischen der ersten und der zweiten stecken geblieben. Siehst du Jesus vielleicht irgendwie so eher im Verstand? Oder ist der Glaube an Jesus existenziell greifbar lebendig in deinem Leben geworden? Schau weg von dir und beantworte Jesu Frage.
Welche Frage? Jesus hatte noch eine Frage gestellt. Und das ist der dritte Punkt, wie du geistlich geheilt werden kannst. Vers 28, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, fragte er natürlich, was sagen die Leute, wer ich sei? Und dann in Vers 28, nachdem sie gesagt hatten, du seist einer von den vielen, dann sagte er in Vers 29, er fragte die Jünger, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Wer, sagst du, ist Jesus? Wenn du geistlich sehen möchtest, kommst du an dieser Frage nicht vorbei. Es reicht nicht die Antwort deiner Eltern, wer Jesus ist. Es reicht nicht die Antwort deines Predigers, wer Jesus ist. Und es reicht auch nicht die Antwort von irgendeinem anderen Menschen. Jesus fragt dich ganz persönlich, wer, sagst du, bin ich? Mach dich auf die Suche. Frage Jesus, Herr, wer bist du? Petrus beantwortete diese Frage, du bist Christus. Und Jesus sagte, schweige, wenn du das erkannt hast, schweige. Warum? Weil Jesus wusste, dass all diese Wunder, die er tat, die dazu führten, dass zum ersten Mal ein Mensch ihn als Christus nennt, dass diese ganzen Wunder ihn zum Kreuz drängen werden. Und es heißt, am Ende des Markus-Evangeliums, als Jesus am Kreuz hing, da kam zur sechsten Stunde eine Finsternis über das ganze Land. Und diese Finsternis und Dunkelheit blieb bis zur neunten Stunde. Und es heißt, am Ende dieser neunten Stunde, wo nur Dunkelheit und Finsternis über das Land kam, da rief Jesus zum Himmel und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es kam keine Antwort. Und Jesus starb in der Finsternis, ohne die Stimme seines Vaters zu hören. Jesus ging in die Finsternis, damit der Blinde aus Bethsaida das Licht des Lebens sehen könnte. Jesus sah die endgültige Dunkelheit, damit du auf ewig das Licht des Vaters sehen könntest. Warum, Jesus, hast du das getan? Er sagt dir, weil ich etwas sehe, was du vielleicht jetzt siehst. Und das ist schön. Weil ich dich liebe. Und weil ich dich trage. Und weil ich dir den Blick geben möchte, wer ich bin. Warum ich in diese Welt gekommen bin. Und was es bedeutet, wenn ich in dein Leben komme. Dass ich nicht einer unter vielen bin, sondern dass ich dein Erlöser bin. Dein Gott, der dich geschaffen und gemocht, gewollt hat, geliebt hat. Jesus hat es für dich getan. Wer, sagst du, ist Jesus? Ich lade dich ein, wenn du heute nach Hause gehst, dass du ihn bittest, Herr, lass mich deutlich sehen. Lass mich dein Wort besser verstehen und lass dein Wort eine lebensverändernde Begegnung in mir sein, dass ich es erfahre. Ich lade dich ein. Lass dich ein zweites Mal von Jesus berühren. Amen.